Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others, that they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nano-coating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nano-coating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal, in interaction with other various metal plates, in a saltwater solution creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Hallo und herzlich willkommen zum 138. deutschsprachigen Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 8. November 2018. Und wie immer habe ich eine zusammenfassende Übersetzung des heutigen 249. Knowledge Seeker Workshops von heute Morgen um kurz nach 9. Der war heute 3 Stunden lang. Und zunächst ist ein Update gegeben worden zu der letzte Woche erwähnten Konferenz in Brasilien. Die Dr. Claudia Unter hat dort ist von der Regierung Brasiliens eingeladen worden, um dort einen Vortrag über die Plasmatechnologie zu halten. Und so wie das aussieht, also sie hat heute selbst nochmal berichtet, war das ein großer Erfolg. Sie ist anschließend gleich eingeladen worden zur nächsten Konferenz und ist auch von Ministern angesprochen worden, ein Programm soll entwickelt werden von der Regierung.
die Plasmatechnologie zu nutzen. Und zwar unter anderem, was sie jetzt erzählt hat, ist eine, wollen sie wohl die Plasmatherapie, also im medizinischen Sinne, zu einer anerkannten Methode machen für die Behandlung. Und also wenn das jetzt, sage ich mal, im deutschen Verhältnissen wäre das so, wenn das eine anerkannte Therapiemethode wäre, dann würden das unter anderem wahrscheinlich auch Krankenkassen irgendwann bezahlen. Also das ist sozusagen ein erster Schritt in diese Richtung. Und dann sagte sie noch, dass sie mit so einer großen Akzeptanz nicht erwartet hätte, und hat ein paar Bilder gezeigt, die sie gezeigt hat bei dem Vortrag, wo sie, das waren ein paar Behandlungsbeispiele, da sind Wunden gezeigt worden, die sie wohl durch Plasma-Technologie behandelt hat, und da ist sie aber nicht näher darauf eingegangen, wie sie behandelt hat und was jetzt die genauen Erfolge waren. Man hat gesehen, dass die Wunden verheilt waren, aber wie lange das jetzt gebraucht hat und die Details dazu wurden jetzt nicht genannt. Was wohl noch, also Herr Kesch hat sie gefragt, was das mit dem Klatschen und Tanzen und Gesang auf sich hatte. Also das war da wohl Teil oder am Anfang der Präsentation oder des Vortrags. Und da sagte sie, dass das, so wie ich das verstanden habe, war das so eine Art schamanistisches Ritual, um die Leute in den Moment zu bringen. Sie sagte, die Leute waren teilweise abwesend, und um die Leute, wie gesagt, in den Moment zu bringen, dafür war das gedacht. Und Herr Kesch sagte noch, dass die Kesch Foundation immer mehr direkten Kontakt mit Regierung hat und dass ähnliche Entwicklungen in anderen Ländern also geschehen. Dann sagt er noch, dass 4 Studien durchgeführt werden in Zusammenarbeit wohl mit großen Pharmakonzernen. Und da geht es um die 4 Bereiche Diabetes. Und zwar sagt Herr Kesch auch, dass das schon epidemie-ähnlichen Zustände hatte mit Diabetes, was jetzt insbesondere in den USA bekannt ist. Also dass Diabetes ja schon sehr weit verbreitet, auch bei Kindern. Und dann das zweite ist Bluthochdruck, das dritte ist Wunden oder Wundheilung, und das vierte ist Altenpflege, beziehungsweise generell alte Leute gesünder zu machen, weil das ist auch ein Problem, das viele Länder haben. Ich glaube, Japan nannte er als Beispiel, aber viele Nationen haben das, gerade im Westen auch, haben das Problem, dass Altenpflege oder Altenheime und so weiter, die Kosten das so hoch sind. Und Leute werden immer älter, aber Pflegezeiten werden auch immer länger und solche Sachen. Dass man da, also das war jetzt der vierte Bereich, dass man da hilft, denke ich mal, einfach ältere Leute gesünder zu halten und so weiter. Also was da diese Probleme lösen würde. Dann ist er auf Landwirtschaft, zur Landwirtschaft hat er was gesagt, also dass in den nächsten 12 Monaten das ein großer Fokus sein wird. Er sagte, dass Bauern oftmals auf Regen angewiesen sind, also dass die dass sie letztendlich Glück oder Pech haben, ob es genug Regen geben wird oder nicht. Und hier hat er gesagt, dass man Felder erzeugen kann mit, also dass es hier auch wichtig ist, wenn man hier eine Umgebung schafft, also die Bedingung ändert, dass das Pflanzen besser wachsen, dass man hier auch in allen Dimensionen arbeitet, das heißt also auch in die Höhe. Das heißt, wenn man hier jetzt Plasma, Kugeln oder was auch immer man jetzt verwendet, das ist ja ein Beispiel mal genannt worden vor 2-3 Wochen, wie sie mit solche in Sternformationen um so eine Pflanze eine neue Umgebung geschaffen haben, was dazu geführt hat, dass die Pflanze viel schneller wuchs. Und das wäre ja auch wichtig, wenn man erst so also ein ganz großes Feld abdecken möchte, dass man also auch in die Höhe arbeitet, dass man sowohl nach oben in die Luft als auch nach unten in den Boden. Das heißt, auch hier könnte man, insbesondere wenn es jetzt um Pflanzen geht wie Kartoffeln oder ähnliches, die in der Erde wachsen, dass man in die Erde reingräbt und dort solche Plasmakugeln oder was auch immer für ein System man verwendet,
eben in die Erde und auch in die Höhe verteilt. Und dass sich solche Systeme auch mit Satelliten steuern ließen und um dann um riesengroße Gebiete, kilometergroße Gebiete abdecken zu können. Das Gute daran sei, dass hier eine Methode angewendet werden kann, die für sämtliche Pflanzen genutzt werden können, also hier mit Aminosäuren zu arbeiten. Und auch wenn hier Felder ein Jahr für eine Pflanze genutzt werden, nächstes Jahr für eine andere Pflanze, das würde hier keine Probleme geben, wie es vielleicht bei manchen anderen Methoden, die herkömmlichen Methoden der Fall ist, dass wenn man Pflanzen behandelt oder den Boden behandelt, dass man dann nur noch diese eine Pflanze dort in diesem Boden ernten kann. Und das wäre hier nicht der Fall. Also hier könnte man da flexibler sein. Und was man hier insbesondere machen kann, um dass die Aminosäure, die man, das Feld, das man dort aufbaut, um das zu verstärken, ist, dass man das Gans mit der Aminosäure, das man verwendet, verbindet mit den Mineralien, die im Boden vorhanden sind. Das heißt, man kann da eine Bodenprobe beispielsweise nehmen und gucken, was macht diesen Boden speziell, was ist an diesem Boden anders als an einem anderen Boden woanders und kann das mit in das Gans einbringen. Das würde dann eine Verbindung aufbauen und dadurch würde das diese Gesamtwirkung, das Gesamtfeld nochmal verstärken, weil es eben eine direkte Beziehung zu dem Boden hat, wo die Pflanzen drin wachsen. Herr Kirsch sprach hier von einer Ernte, die sich auf das 2- bis 5-fache damit erhöhen ließe. Er sagte, dass all die neuen Entwicklungen der Landwirtschaft den chinesischen Teams übergeben werden und dass die Technologien weitflächig eingesetzt werden und dass diese Technologien bereits fertig sind. Das heißt, es muss nur noch umgesetzt werden oder eingesetzt werden. Und das, wie gesagt, ist ein besonderer Fokus in den nächsten 12 Monaten. Und dazu sagt er auch, dass in den nächsten Wochen weitere wissenschaftliche Unterlagen aus China veröffentlicht werden und jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen weitere Erkenntnisse eintreffen, weil wohl gerade die Ernte ist oder war. Und er sagte auch noch, dass diese Erkenntnisse besonders wichtig sind für Deutschland und Frankreich aufgrund des großen Bedarfs für die Landwirtschaft oder für die Verbesserung der Landwirtschaft in diesen beiden Ländern. Und dann sprach er von dem Plasmalicht, was wir hier letzte Woche gezeigt haben, dass dieses Licht, wie man sehen konnte, dass das Licht irgendwie anders aussieht als jetzt als Licht, was wir jetzt kennen von LEDs oder Glühbirnen oder sonst was. Er sagte, dass es hiermit möglich wäre, natürliche Lichtquellen zu erzeugen. Das ist auch schon ein Problem, was weit verbreitet ist, dass wir viele Menschen gar keinem natürlichen Licht mehr ausgesetzt sind. Also das heißt, ob man den ganzen Tag vorm Bildschirm sitzt, egal ob das jetzt ein Computerbildschirm ist, Handybildschirme, künstliches Licht, dass das einen Effekt auf die Psyche und auch auf die Augen hat. Insbesondere dieser Blaulichtbereich. Das, wie gesagt, hat oftmals auch schon gesundheitliche und psychische negative Auswirkungen. Und dieses Licht, das plasmatische Licht, sei wohl hier anders. Das sei eine natürliche Lichtquelle, die man auch ohne Hülle, wie es hier gezeigt wurde, also in dieser Plastikkugel, wenn es ein Plasma wäre, ich zeige das mal eben zu. Also hier sagt er, dass es hier wichtig wäre, wenn wir hier, das ist jetzt diese Plastikkugel und dass wir jetzt nicht nur die Umdrehung in die Richtung haben, sondern auch die Umdrehung von oben nach unten. Also das heißt, sprich diese 90 Grad gewinkelten Systeme. Letzte Woche wurde ja hier das Video gezeigt, zum einen, wie das Licht
wie das Licht zu sehen war. Zum anderen wurde eine so eine Kugel gezeigt, wo sich das Ganzwasser drin bewegt hat. Und diese Systeme hier zusammenzubringen oder das auf die nächste Ebene zu bringen, wäre eben diese Bewegung in diese beiden Richtungen zu bringen. Und was man dann machen könnte, ist, dass man dann diese Hülle hier einfach entfernen kann. Das heißt, man hätte dann ein frei im Raum schwebendes Licht. Eine Lichtquelle, die man quasi als kleine Sonne nutzen könnte. Dieses System würde dann nicht nur eben Licht, natürliches Licht liefern, sondern könnte auch in Verbindung mit all den anderen Effekten, mit dem entsprechenden Ganzeffekten genutzt werden, um einen positiven Effekt auf Gesundheit, als Nahrungsquelle, auf die Emotionen. Also hier könnte man beispielsweise eine Umgebung schaffen, die eine beruhigende Wirkung hat, dass die Emotion von Aggression beispielsweise in friedlichen Zustand oder Freude wandelt und solche Sachen. Und das wäre jetzt ein dynamisches Plasma mit Bewegung in mehreren Richtungen als nur diese eine. Und was er auch hier gesagt hat, ist, wenn nochmal diese eine Kugel, wo diese Bewegung gezeigt wurde, wenn ihr euch noch daran erinnert, die war ungefähr so weit gefüllt mit einer Flüssigkeit. Und man hat hier eine Bewegung halt drin gesehen. Das hat sich in eine Richtung gedreht. Und Herr Cash sagte, dass wenn das voller gefüllt wäre, dann hätten wir gesehen, dass es sich hier oben in die andere Richtung dreht. Und was jetzt hier eben noch fehlt, sind die Bewegungen zum einen in diese Richtung und zum anderen in diese Richtung. Ja, also das wie ich mir das vorstelle, ist, dass wir hier letztendlich eine Bewegung oder ein Puls oder ein Ein- und Ausatmen sozusagen haben, der Torusform entspricht, also der Donutform. Weil das ist genau diese Richtung, die diese Donut-Torusform hat, ist, da geht nämlich die Flussrichtung in alle Richtungen. Also das sind alle Richtungen bedacht. Es geht von oben nach unten und von innen nach außen und von außen nach innen. Also alle Bewegungen sind da vorhanden. Ja, also das wäre jetzt ein Schritt, dass man diese beiden Systeme eben kombiniert, wie auch letzte Woche schon genannt. Das System, was ja das Licht erzeugt hat, also insbesondere diese große Maschine, die sie dann gezeigt haben in China, die liefen ja immer noch auf Motoren. Und dazu hat Herr Cash heute auch noch ein bisschen mehr gesagt. Komme ich gleich noch zu dem Effekt von Motoren. Zunächst hat er hier erklärt, wie einfach es wäre, dieses so ein System zu erzeugen. Und zwar sagte er, alles, was wir brauchen, ist ein Ping-Pong-Ball, eine Spritze oder was auch immer man dafür nimmt zum Befüllen. Dann füllen wir ganz in einen Becher und den wir also nur nutzen, um die Spritze jetzt zu füllen quasi. Füllen dann diesen Ping-Pong-Ball und entleeren ihn dann auch wieder. Also wie wir gesehen haben, diese letzte Woche, dieses Licht war in einem leeren Behälter. Und dieses Füllen und wieder Entleeren ist nur dafür da, damit einmal diese Umgebung entsteht, also ähnlich wie eine Nanobeschichtung, aber halt mit einem Ganz dann. Und dann sagte er, um einen dynamischen, also der dritte Schritt wäre, einen dynamischen Fluss zu erzeugen. Und dazu sagte er, dass man sich selbst mit einer kleinen Batterie verbindet. Da ist er nicht näher darauf eingegangen, was er damit genau meint. Er sagte, sich selbst mit einer kleinen Batterie verbinden. Diese Batterie dann so nah, wie es geht, an diese Kugel bringen. Und er sagte, dass diese Batterie dann durch das Feld verstärkt wird. Und auf diese Weise würde sich das Licht langsam aufbauen und das wäre der Anfang, von wo aus man weiter testen kann. Also er hat das beschrieben, weil er sagt, dass dieses System
noch viel einfacher ist und noch viel günstiger, als wenn wir mit diesen Motoren arbeiten. Also das hier liegen wir wirklich im Cent-Bereich, wenn wir wirklich nur einen Ping-Pong-Ball und eine Spritze brauchen. Plus eine einfache Ganzproduktion, was wir auch wissen, was nicht wirklich teuer ist. Was er hier auch noch erwähnt hat, dass man selbst die Energiequelle ist und dass man aber gleichzeitig aus dem Feld, was dann erzeugt wird, das nimmt, was man braucht. Das heißt, die Energiequelle, damit dieses System funktioniert, ist man selbst. Und das Feld, was dann erzeugt wird, durch das entsprechende Ganze, was man nimmt, was einem dann beispielsweise eben ein Feld für Nahrungsmittel gibt oder halt für emotionalen Ausgleich oder was auch immer man dafür verwendet, das ist dann wiederum ein Feld, was man erzeugt, von dem man selbst dann wieder zehren kann. Also das heißt, man selbst dient als Energiequelle dafür. Und das ist interessant in dem Zusammenhang, weil es gibt viele Berichte darüber, wie dass UFOs gefunden wurden. Ihr kennt Geschichten Area 51 und andere Quellen, wo sie die Probleme wohl hatten, dass sie in diesen UFOs nichts vorgefunden haben. Das heißt, in diesen Raumschiffen haben sie erstmal keine Energiequelle gefunden. Das heißt, das war erstmal ein großes Rätsel, wie sie zumindest diversen Berichten zufolge, dass sie das überhaupt nicht nachvollziehen konnten, wie diese Dinge überhaupt fliegen, weil keine Energiequelle vorhanden war, aber auch nichts anderes. Das heißt, es waren keine Bildschirme drin, es waren keine räumlichen Eigenschaften irgendwie, keine Möbel, keine Computer, keine Steuereinheiten, gar nichts. Also es war einfach nur ein weißer, leerer Raum. Und das ist genau das, was jetzt quasi Herr Cash hier beschreibt. Die eigentliche Energiequelle ist nämlich der Pilot selber. Der Pilot ist das Energiefeld oder die Seele des Piloten ist der das ganze System überhaupt erst zum Leben bringt. Und auch die Steuereinheit selbst ist der Pilot. Denn hier werden keine Computersysteme oder Bildschirme verwendet, sondern die eigentliche Steuerung passiert mental, beziehungsweise, wenn man so will, telepathisch oder telempathisch mit Empathie noch mit drin. Das heißt, der Bildschirm ist intern, ist das, was der Pilot innen sieht. Und also so, wie man sich eine Vorstellung, seine Vorstellungskraft in der inneren Sicht. Und da hat man dann quasi die perfekte Grafik, unendlich Zoom-Faktor. Man hat eine 360-Grad-Bildschirm. Anstatt dass man einfach von einem kleinen Bildschirm sitzt, ist der Bildschirm 360 Grad in alle Richtungen. Und das ist so langsam die Richtung, die jetzt hier so da scheinbar erkennbar wird, dass man hier in solchen Bereichen arbeitet und nicht mehr mit eben Computersystemen. Und halte ich hier eben für eine wichtige Information, dass die eigentliche Energiequelle für das System der Mensch selbst ist. Und was er dann hier noch gezeigt hat, ein Beispiel, dass wenn wir jetzt hier so ein System haben, Und hier jetzt beispielsweise der Mensch ist, dass wir das, was wir jetzt hier aus diesem System herausbekommen, abhängig ist von der Distanz. Das heißt, wie er das gezeigt hat, ist, wenn man jetzt seine Hand hier hinhält, dann bekommt man hier ein Material, hält man sie hier hin, bekommt man ein anderes, hält man sie hier hin, bekommt man ein anderes. Das heißt, die Felder, die von diesem System ausgehen, in Wechselwirkung von den Feldern, die von uns ausgehen, passiert an einem unterschiedlichen Ort, je nach der Feldinteraktion ein anderes Material, was hier entsteht. Und das sagt er, das ist hier genau das Gleiche. Wenn wir das jetzt hier als Beispiel nehmen, dass das die Sonne ist und das die Erde ist, dass es hier genau das gleiche Prinzip ist. Oder aber, dass wir jetzt hier die Sonne haben und hier die unterschiedlichen Planeten. Das heißt, dass hier auf den äußeren, den Gasriesen jetzt beispielsweise eher Wasserstoff entsteht und dann hier in dem anderen dichteren Planeten vielleicht eher Eisen und so weiter. Also
je nachdem, welche Entfernung wir halt zur Sonne haben, in Interaktion des jeweiligen Feldes des Planeten, entstehen hier unterschiedliche Elemente in unterschiedlichen Anteilen. Und dass dieses Prinzip wäre halt universell, das heißt unabhängig davon, ob das jetzt hier Himmelskörper sind oder kleine Reaktoren oder von wo auch immer diese Wechselwirkungen jetzt stattfinden. Ja, weiter dazu sagte er noch, dass das gleiche Prinzip ist, dass wenn wir jetzt hier den Menschen haben mit dem Sitz der Seele, dass diese Felder eben auch nach unten gehen und dass wir dann hier an den unterschiedlichen Punkten unsere Energiezentren haben, das heißt unsere Chakren und so weiter. Also das ist das gleiche Prinzip, da wo diese Wechselwirkungen miteinander stattfinden, da bilden sich an unterschiedlichen Punkten unterschiedliche Energiezentren. Und diese Energiezentren haben dann jeweils wieder unterschiedliche Funktionen oder unterschiedliche Energie, die von diesen Energiezentren verarbeitet werden oder rein und rausgehen. Und unterschiedliche Feldstärken, Spektren eben. Also das ist wieder ein weiteres Beispiel für das gleiche Prinzip, was hier in all den verschiedenen Bereichen Anwendung findet. Ja, dann sagte er, dass er uns inspirieren möchte, den nächsten Schritt zu gehen, also mit all den Dingen, die jetzt hier gezeigt wurden. Und das nächste, was er hier gezeigt hat, war die drei Hautschichten wieder. Und das ist jetzt quasi eine Erweiterung von dem, was er letzte Woche erklärt hat, dass ich hier. Also er sagte hier, dass was Besondere, was hier noch hinzukommt, ist, es ist nicht so, dass wir diese drei Hautschichten haben, sondern da wir in einem geschlossenen System sind, haben wir die Hautschichten ja nicht nur auf einer Seite, sondern diese Hautschichten bilden jeweils einen Kreis. Das heißt, das könnte jetzt der gesamte Körper als Beispiel sein, das könnte aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen Querschnitt des Arms nimmt. Also wenn das jetzt hier der Arm ist und wir haben ja auf beiden Seiten logischerweise die Haut. Und was jetzt hier passiert ist, zum einen sagte er, dass diese Wechselwirkung dieser unterschiedlichen Hautschichten dazu führen, dass hier sich Calcium in der Mitte bildet und dass jetzt hier eine weitere Interaktion passiert, die über dem hinausgeht, dass man jetzt einfach nur drei Hautschichten hat. Zum Beispiel, dass wenn wir das jetzt als A nehmen, also mal abgesehen davon, dass wir jetzt hier diese drei Hautschichten haben, die in Interaktion sind, sondern auch das, was ich jetzt hier als A beschriftet habe, dann das, was hier in der Mitte steht, als B und diese andere Seite, was ja im Prinzip die gleiche Hautschicht A ist, aber auf der anderen Seite des Körpers, dass diese Wechselwirkung jetzt hier zu weiteren Dingen führen, die letztendlich für die Bildung der Organe und für das ganze Innere des Menschen zuständig ist. Und auch hier sehen wir wieder ähnliche Prozesse, wie wenn man die Entstehung oder den Aufbau der Erde als Ganzes beschreibt. Warum es unterschiedliche Orte, unterschiedliche Mineralienansammlungen, warum ist da ein See und da ein Berg und all die unterschiedlichen Unterschiede, die wir auf der Erde eben auch haben. Ja, und dann hat er auch beschrieben, dass das eben nicht nur ein Prozess ist, der nach innen wirkt, sondern eben magnetisch auch nach außen. Und das ist dann eben auch, was dann unser Energiefeld ausmacht, unsere Aura oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Okay.
Ich habe hier noch eine ganze Menge. Ich muss gucken, wie ich das jetzt mit meiner Stimme hinkriege, weil langsam kratzt mir der Hals schon wieder. So, was er noch beschrieben hat, ist das, was wir nicht bedenken beim Markgraph, ist das Feld oben. Also das heißt, dass das im Markgraph so gebaut ist, dass da ein massives Feld über dem Markgraph entsteht. Dazu sonst gleich auch noch mal mehr. Was er noch gesagt hat, ist, dass sie jetzt den Reis, den sie jetzt in China getestet haben, er sagte, normalerweise enthält Reis 11 bis 13% Eiweiß. Und das Maximum, was man je erreicht hat in Laborbedingungen, war 20%. Mehr kann Reis wohl nicht halten in Form von Eiweiß. Und was sie jetzt bei den Ernte festgestellt haben, dass sie dieses Maximum erreicht haben, also dieser Reis eben 20% Eiweiß enthält. Dann sagt er, wenn wir verstehen, wie wir diese Reaktoren erzeugen, wie eben beschrieben, dann würden wir einen Reaktor, also sprich einen freien Reaktor, der nicht mehr gebunden ist in einem Kasten, dann würden wir den vor unserem Raumschiff quasi projizieren und der würde dann die Richtung angeben. Das heißt, das ist die Richtung, in die man sich dann bewegen würde. Ja, und das dann eben auch mit Überlichtgeschwindigkeit. Und was er noch sagt, ist, dass wir in Zukunft mit den Systemen, die jetzt hier ausgearbeitet werden, zu Tests kommen würden, die unser Glauben, könnte man sagen, in Frage stellen wird. Und zwar, dass wir uns selbst als anderes Wesen wahrnehmen werden. Das heißt, dass wir da eine andere Bedingung schaffen, wo wir uns selbst dann als anderes Wesen sehen, wo wir dann auch erkennen werden, dass wir nicht der Körper sind. Und er sagt aber auch, dass die Seele bleibt gleich, aber je nach Bedingung ist der Körper ein anderer. Und er sagt ja auch, dass es am Anfang normal sein wird, dass einige diese Existenz leugnen werden und oder geistig dement werden. Das heißt, dass welche mit dieser Konfrontation quasi nicht zurechtkommen werden. Dann hat er noch gesagt, dass wenn wir nicht aufpassen, also in Bezug zu den letzten der Entwicklung in den USA, insbesondere jetzt in den letzten 2 Tagen, dass wir nicht aufpassen, wenn wir nicht aufpassen, dass in den USA durch die ethnische Trennung das Gleiche passieren wird wie in Deutschland in den 30er, 40er Jahren, weil die Trennung, die da halt wohl stattfinden, momentan schon extreme Ausmaße annimmt. Und ganz zum Schluss, und das war sehr schlecht zu hören, da war die Qualität sehr schlecht, ich habe mir es aber oft angehört, sagte er noch, also gab er jetzt noch einen Hinweis zu den Entwicklungen jetzt, was quasi jetzt der Schlüssel zum Erfolg ist, um hier weiterzumachen mit diesen Reaktoren, mit diesen dynamischen Reaktoren. Und er sagte, dass was wir brauchen, ist ein Impuls. Er sagte, wir brauchen einen Verlauf, also das heißt ein Gradient. Das heißt, dass wir, was wir kennen, dass wir hier ein starkes und ein schwaches System haben, damit eben ein Feldfluss entsteht. Also ohne Feldfluss passiert da nichts. Und dann sprach er was davon, und das hat er nur da zum Schluss gesagt, also er vorher nicht drauf eingegangen, dass er von Ringen sprach, die
ineinander sind. Das heißt, hier wurden ja noch Kugeln gezeigt, also letzte Woche. Hier sprach er aber von diesen, von oben gesehen eine Platte, von der Seite gesehen, also sprich so eine Petrischalen-Dinger, also das Flache, nicht mehr Kugeln. Und hier sprach er aber von Ringen ineinander. Das heißt, wenn man das von oben betrachtet, dann eher so und dann auch in mehreren Schichten aufeinander. Das wäre das ideale System, wie man es machen sollte. Also er sprach hier von Plasma in Schichten und dass wir eben nicht nur eine Scheibe füllen sollen. Ja, und dann ist noch ganz kurz gezeigt worden. Kleinen Moment. Zwei Bereiche in dem KF-Wiki. Und zwar zum einen hier, also jetzt englischsprachig, die Plasma Scientific Journal ist jetzt hier wohl komplett eingearbeitet. Hier sieht man auch die entsprechenden Ausgaben, Oktober, November und so weiter, mit den entsprechenden Bereichen und Tests und was auch immer hier alles dazu gehört. Dass das jetzt alles hier im Wiki mit drin ist. Und zum anderen auch hier die Plasma Times. Jetzt aber hier, wie gesagt, in Englisch. Aber dass das hier alles jetzt hier mit drin ist. Hier gibt es scheinbar Probleme mit den Bildern, aber naja, das ist jetzt hier eingearbeitet und wird dann auch in Zukunft so weitergeführt. Okay, dann gibt es soweit Fragen? Ich gucke mal hier gerade. Roland fragt, wie man die vier verschiedenen Felder in Tennisball erzeugen kann. Ja, das ist das, was ich jetzt quasi zum Schluss gesagt habe. Erstmal, sie haben jetzt in der Vergangenheit immer mit diesen Bällen gearbeitet, aber wie in den letzten Wochen gezeigt ist, wäre das wohl eher in Form von diesen Schälchen gehen, die möglicherweise auch Ringe, dass man Schale in Schale stellt oder wie auch immer man das hinbekommt und dass man dadurch zum einen Ringsysteme haben kann. Also letztendlich ist es genau das Gleiche, was wir jetzt hier im Ganz ausarbeiten, ist genau das Gleiche, was wir in den Markgraf-Einheiten haben. Das heißt, wir haben in den Markgrafs Schichten von drei Spulensätze und wenn man sich jetzt jeden einzelnen Spulensatz anguckt, sieht man ja auch, dass das ist eine Doppelspule und da drin ist eine Doppelspule. Das heißt, wenn wir das quasi erstmal simulieren würden mit den Feldern in Petrischalen oder was auch immer, solche Schälchen, dann kommen wir dem auf jeden Fall schon sehr nahe. Das heißt, hier nicht nur mit einer Schale zu arbeiten, sondern wie gesagt, wenn man das jetzt hier nochmal von vorne sieht, mehrere Systeme aufeinander und jedes einzelne System dann nochmal diverse Systeme ineinander. Also was das angeht, wie gesagt, ist so eine Markgraf-Einheit wahrscheinlich schon mal ein sehr guter Referenzpunkt. Ja, also was er sagt über das Feld oberhalb des Markgrafs ist, dass es ein starkes Feld ist. Und eine weitere Sache hat er noch gesagt, was wir, wenn wir jetzt so eine Kugel haben, angenommen, also als Beispiel für diese, wie das jetzt letzte Woche gezeigt wurde, dass wir hier eine Markgraf-Einheit so hinstellen können und noch eine Markgraf-Einheit so. Was wir dann eben haben, ist dieses Feld hier und dieses Feld hier. Und dadurch hätten wir in diesem roten Reaktor jetzt hier dieses 90-Grad-Feld. Das ist das Feld eben aus von, und dadurch die Feldrotation aus beiden Richtungen kommt. Oder aber, was man hätte hier ein Markgraf
Und das dann möglicherweise dann als Energiequelle und hat hier ein System und dann hat man hier ein weiteres System, ein größeres in diesem Fall. Das heißt, der Feldfluss geht dann hier zum kleineren. Und was er auch gesagt hat, was wir hier machen können, wir haben ja in den Videos letzte Woche gesehen, dass da Kabel rumlagen. Er sagte auch noch dazu, dass wir ja nicht wissen, womit die verbunden sind. Für mich war das hier ein Hinweis darauf, dass hier ein zweites System war. Das heißt, dass sie hier mit zwei solchen Kugeln hantiert haben, aber das hat man nicht gesehen. Man hat da eben nur diese eine gesehen und dass hier möglicherweise das Kabel, was hier steckte, was er gesagt hat, was man machen kann, ist, dass man das hier hinführt. Dass nämlich eben durch diese Feldinteraktion, dieser Feldfluss, der jetzt hier von ausgeht, gleichzeitig wieder Energie abgewonnen wird, die dann wieder in das System zurückgeführt wird, also ein Feedback-System. Was denn dazu führt, dass wir in diesem Reaktor ein immer stärker sich aufbauendes System Feld haben, was dann bis zu dieser Zündung führt, dass wir dann Licht sehen oder eben Feldrotation, Feldbewegung. Und als weiteres können wir eben dieses Markov-System hier als Energiequelle da oben verwenden. Wichtig ist hier, also da muss ich nochmal meine Notizen eben gucken, was er zu den Motoren noch sagte. Er sagte, dass die Motoren eben auch unser Problem waren, dass die Motoren uns zurückgehalten haben, weil wenn man von diesen drei Schichten redet, diese Motoren haben bereits zwei Schichten übernommen und das war auf Kupferbasis, weil eben die Verkabelung in diesen Motoren auf Kupfer basiert und dass diese zwei von den drei Schichten bereits das System diktiert haben. Und ein weiteres Problem ist, dass dieser Motor selbst als dazu führt, dass das System sich nicht weiter aufbauen kann, weil das als der Motor von dem System mit Energie gefüttert wird. Also quasi ein Leck im Energiesystem darstellt. Und dass wir hier eben mit zwei Systemen arbeiten sollen, um einen Feldfluss darzustellen, ohne eben Motoren zu verwenden. Und wie gesagt, er sagte, dass wir nicht gesehen haben, was am anderen Ende noch hing. Und dann, wie gesagt, das Beispiel, was ich genannt habe, das Kabel, die man verwenden kann zwischen die Reaktoren als Feedback-Mechanismus, um das System wieder anzukurbeln. Also die Energie, die von dem System ausgeht, wieder in das System zurücksteckt. Ja, eben, dass die Motoren ein Problem darstellen, aber auch Systeme, die im Stromnetzwerk stecken, das heißt eine Steckdose. Deswegen, so wie ich das hier verstanden habe, weil auch dieses System, was in der Steckdose steckt, von der plasmatischen Energie ein Leck darstellt, also Energie abzieht, was dazu führt, dass sich das System das Feld sich nicht weiter aufbauen kann. Also deswegen, so wie ich das verstanden habe, wenn man hier ein Markov-System verwendet als Energiequelle, hier nochmal eine Markov-Einheit, die ja dann irgendwo an der Steckdose steckt, dass man hier nicht irgendwas anschließt, sondern dass man lediglich mit dem Feld über dem Markov arbeitet. Das heißt, dass man hier beispielsweise eine Kugel platziert, weil man, wenn man dieses System direkt verbindet, dann hat man wieder das Problem, dass hier Energie abgeht, weil es eben an dem Stromkreislauf steckt. Das heißt, hier eine Kugel da und eine Kugel hier. Das heißt, hier haben wir einen Feldfluss in die Richtung und wir haben eine Energiequelle von hier. Und wie gesagt, dann war das Beispiel genannt, dass man hier Kabel legt dahin und so eine genauere Anleitung oder genauen Plan sind jetzt hier nicht gegeben worden, der uns selbst als Energiequelle noch auf jeden Fall zu bedenken und was wir selbst dazu tun, unsere Absicht und so weiter. Aber das, was mir jetzt dazu noch einfällt. Gucke ich mal, ob hier noch Fragen im Chat sind.
Ja, gibt es da irgendwelche Ergänzungen oder irgendwelche Fragen noch? Hier Stefanie, ich fand das noch ganz interessant, wie er das aufmalte mit der Seele, die einzelnen Schichten, Energieschichten und Felder und wie er durch die Erhebung der Seele an die Schichten so weit ausweitet bzw. einnimmt durch die Seele, dass der Mensch friedlich wird. Hast du das auch noch so mitbekommen, dass du das mal eben aufmalen kannst? Ja, und zwar das, was ich jetzt hier noch dazu im Kopf habe, ist, dass wenn man jetzt hier jetzt den Kopf beispielsweise hat und hier jetzt den Sitz der Seele, dass wir hier jetzt die unterschiedlichen Schichten haben, die je weiter außen man ist, desto mehr nimmt das Feld ab. Also hier auch wieder genau das gleiche wie bei der Sonne beispielsweise. Und dass wir, je mehr wir nach außen kommen, desto mehr wird das auch physisch. Das heißt, hier sind der äußere Bereich. Moment, vielleicht zeichne ich das nochmal als Beispiel, sage ich jetzt mal. Das dunklere Blau hier sind die körperlichen Emotionen, wenn man so will, die also einen direkten Bezug auf den Körper haben, wie beispielsweise die Angst vor körperlichen Schmerz, Angst vorm Tod und also die körperlichen Geschichten. Und die inneren sind die mehr, wenn man so will, seelischen Emotionen. Und er hat das so gesagt, dass wenn hier weiter außen sind zum Beispiel Dinge wie Zorn, Wut, Angst und weiter innen kommen wir an Freude, Liebe und solche Dinge. Und dass je nachdem, wo man sich hier befindet, wenn man jetzt sich seinen emotionalen Zustand hier ist, dass wir mit System, und davon ist ja schon seit Monaten oder seit langer Zeit die Rede, wenn es darum geht, jemanden zu erheben, jemanden in der Seele zu erheben, dass man diesen Punkt der Wahrnehmung, das heißt, wenn beispielsweise, und das ist ja etwas, was viel passiert, wenn hier Rassismus und ähnliche Dinge, die da so im Umlauf sind oder gewaltvolle Demonstrationen oder was auch immer, dass die Leute in Frustration und Wut sind. Und dass man diesen emotionalen Zustand dann weiter nach innen begibt und das ist dann quasi das Erheben. Und wenn die Leute dann auf einmal hier sind, dann sind sie ausgeglichen, dann sind sie im Frieden. Sie sind und ändert sich deren Verhalten von ganz alleine. Man wird nicht immer mit dem Stein auf jemanden werfen, wenn man innerlich im Frieden ist. Man hat vielleicht immer noch die gleichen mentalen, wenn man so will, Glaubenssätze, Glaubenssysteme. Man fühlt sich, das ist ja das, was hier in Amerika da auch gerade sich zuspitzt, dass sie sich bedroht fühlen. Unterschiedliche Gruppen fühlen sich bedroht von anderen Gruppen aber der emotionale Zustand, in dem man sich dann begibt, ist ein ganz anderer. Man kann damit ganz anders umgehen. Man kann in den Dialog treten. Man kann Konflikte ganz anders angehen, wenn man im Frieden ist, als wenn man das über die Wut nach außen bringt. Und das war jetzt dazu, was mir dazu einfällt. Aber wenn du da noch was hinzuzufügen hast, dann gerne. Also ich hatte das ein bisschen anders verstanden. Ich hatte das verstanden, durch die Erhebung der Seele ist die Feldstärke der Seele höher, dass die Seele mehr die äußeren Bereiche einnimmt von ihrer Kraft und von ihrer Ausweitung her. Und dadurch eben diese Feldstärke die anderen Emotionen im Grunde genommen einnimmt und dann die Emotionen auch erhoben werden und dann auf dem Level schließlich der bedingungslosen Liebe ankommen. So hatte ich das verstanden. Ja, das wäre dann das gleiche Prinzip, aber dass wir dann diesen Punkt, der jetzt hier ist, anstatt, sage ich mal, den Fokus der Emotionen mehr nach innen geht, Richtung Seele, ist es dann das Feld der Seele sich halt weiter nach außen dehnt und wenn man so will, den Frieden dann in die äußeren
Genau, dass diese, was er sagte, diese animalischen Emotionen und Ängste, dass die gar nicht mehr aufkommen, weil die Seelenstärke so da ist, dass die dann diese Emotionen im Grunde genommen auch erhoben werden und gar nicht mehr existieren. Ja, die Emotionen existieren in der Potenz, also im Potenzial. Genauso wie wir alles, was wir, alles, was ein Tier in sich hat, haben wir auch in uns. Also das heißt, wir haben genau die gleichen, sag ich mal, Instinkte und tierische Verhaltensweisen haben wir auch in uns, aber wir sind sozusagen darüber hinaus gekommen, dass wir nicht rein uns durch Instinkte locken. Also wie kennt das zum Beispiel, wenn ein Hund, wenn man den ein Stück Essen hinschmeißt, dann gibt es für den nichts anderes. Der ist so instinktgetrieben, dass er in dem Moment an nichts anderes denken kann. Und wir haben diese prinzipiellen Feldstärken immer noch in uns, aber wir haben mehr eine, sag ich mal, eine Kontrolle drüber. Und das ist so, das heißt, diese Zustände existieren im Potenzial immer noch, aber werden nicht mehr gelebt, weil wir uns einfach nicht mehr dafür entscheiden. Also wir haben eine Kontrolle darüber, eben nicht mehr in diesen Zuständen zu verfallen, in die Angst zu verfallen, in die Wut zu verfallen und solche Dinge. Ja, okay, danke schön. Hier ist eine Frage von Alois, ob man, ob das dann heißt, dass man den Stecker von der Makraf in den Makraf selbst wieder steckt, anstatt in die Steckdose. Also so wie ich das verstehe, ist das Makraf-Einheit schon so gebaut als elektrisches System. Das heißt, was man hier nutzen kann, man kann sich eben diese Frequenz des Stromkreislaufes zunutze machen, um ein plasmatisches Feld zu erzeugen. Das heißt, das System ist schon so gebaut, dass man eben den Stecker in der Steckdose hat. Aber man kann dieses Feld eben im reinen Feld nutzen und nicht, dass man jetzt über ein Kabel sich an das Markgraf anschließt. Das heißt, der Cash hat hier erwähnt, dass das Feld über dem Markgraf so stark ist. Also ich habe das jetzt nicht so, ich interpretiere das jetzt nicht so, dass man jetzt den Markkraft deswegen nicht mehr in die Steckdose steckt, sondern an sich selbst. Sicherlich ist dann auch irgendein Feld erzeugt, weil alleine durch die Nanobeschichtung, das ja Energie aufnimmt, also auch Licht und Felder von außen aufnimmt und dadurch in irgendeiner Form auch wieder abgibt. Aber das ist jetzt also nicht das, wie ich es verstanden habe. Dann Patrick fragt, wo treffen sich die Felder zum Auffangen für die Verbindung? In der Mitte, näher am Schwächeren oder näher am Stärkeren? Also das ist hier wieder genau das System, wie ich eben aufgezeichnet hatte, wie die Verbindung zwischen Sonne und Erde, dass je nachdem wo, also auch der Gradient, also der Potenzialunterschied zwischen zwei Einheiten ist auch abhängig von der Distanz zueinander. Und je nachdem, wo man in dem Feld zwischen ist die Feldstärke eine andere. Was jetzt die ideale Feldstärke wäre zum Abgreifen, also Herr Kescher hat das nur ganz so nebenbei erwähnt, dass man die Kabel da auch in die Mitte legen kann. Was jetzt für diesen Zweck ideal wäre oder ob das vom System abhängig ist, welche Distanz von welchen Einheit, kann ich so jetzt nicht beantworten. Vielleicht kann es jemand anders beantworten. Okay, Thoralf schreibt, er würde gerne ein Bild zeigen zu einer CH3-Ganzproduktion. Kannst du gerne zeigen, wenn du es an einem Computer hast, dann
Öffnest du das Bild am besten erst einmal, dass du das an deinem Computer schon offen hast. Und dann kannst du, erstmal musst du hier, kleinen Moment, Diskussionsteilnehmer sein. So, jetzt als Diskussionsteilnehmer hast du jetzt unten in der Mitte einen grünen Knopf, Bildschirm freigeben. Und wenn du das Bild schon geöffnet hast, dann klickst du da auf den grünen Knopf und dann kannst du das Bild auswählen und dann müssten wir das hier auch sehen können. Thoralf, du hast jetzt auch die Möglichkeit, dein Mikrofon anzuschalten, unten links, damit wir dich hören. Weil jetzt hören wir dich nicht, dein Mikrofon ist aus. Also auch da, wo diese Leiste ist mit dem grünen Knopf, das hast du ja schon hingekriegt. Das Bild sehen wir, aber wir hören dich nicht. Okay, sonst, wenn du den Knopf jetzt nicht findest, ich schalte mal dein Mikro an. Sag mal was. Nee, du bist nicht zu hören. Sonst vielleicht ist da mit deinem Mikro irgendwas. Ansonsten kannst du auch gerne in den Chat schreiben, was du jetzt dazu erklären wolltest. Wenn du nicht sprechen kannst. Sonst, er hat die Frage auch geschrieben. Ich lese das mal eben vor. Würde gern ein Bild zeigen zur Ganzproduktion, Aufbau CH3, Kupfer, gekotete Platte und zinkbeschichtete Eisenplatte. Ich sehe unter anderem kleine Bläschen an der Oberfläche, aber auch darunter. Sind das Aminosäuren? Was ist der Rest, der zu sehen ist? Ja, das sieht ganz nach einer Aminosäureschicht aus da oben. Also das hat ja auch diesen öligen Ansehen. Also und diese Bläschen und so, das ist ganz normal. Also es war bei mir zumindest auch immer so. Was andere, was du jetzt meinst, also diese Schicht da oben, das ist das, was ich jetzt als Aminosäure beschreiben würde. Dann ist natürlich jetzt zum Teil Salzkristalle sind da zu sehen. Was anderes meinst du noch? Ist das alles, was du meinst, oder meinst du noch irgendwas Bestimmtes? Okay, ich weiß nicht, ob du jetzt was in den Chat schreibst, aber ja, soweit erstmal deine Frage beantwortet, dass das scheint hier ganz normal Aminosäureschicht zu sein. Oder sieht das irgendjemand anders? Hat da jemand anders was noch zu ergänzen? Okay, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen oder möchte noch irgendjemand was zeigen? Na gut, dann war es das für heute.
Das war der 138. deutschsprachige Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 8. November 2018. Ich bedanke mich bei allen für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.